Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia und der Bluefire ist auch mit dabei. Ja, hallo. Ja, ich freue mich schon. Richtig. Hi. Wir sind mal alleine. Alleine, stimmt, einem, ja. In einem Speedbild von dir. Yay. Nein. Boah, endlich mal ohne Rick. Ja. Wir können so richtig auf die Kacke hauen. Oh, wir können, ist das geil. Mal so lästern vielleicht. Also. Ja, nee, damit er mal mitkriegt, was hier los ist. So, heute wird ein schönes Gebäude gebaut und für die Achterbahn, da für die Bremse, gibt es noch eine schöne Brücke. Ja, das wird heute gebaut. Ui. Ja, das wird bestimmt toll. Ja, hoffe ich doch. Das ist doch der... Bitte? Ja, erzähl. Ja, ich wollte nur sagen, dass das Gebäude gar nicht so detailreich ist tatsächlich. Es ist eher sehr schlicht gehalten. Ja. Ja, gut. Aber da darf ja auch mal was Schlichtes bei dir sein in dem Bereich. Ja gut, die Opa, die haut natürlich Details raus. Das ist schon, geht schon. Ja, genau. Ja, das wollte ich nämlich sagen. Das ist jetzt hier auch in dem Bereich, wo die Opa steht, ne? Ja, genau. Das ist Sizilien. Ja. Sehr, sehr schön. Und hier, das wird jetzt ein Shop, wie ich das sehe. Genau, es war ein Shop und eine Toilette. Das bleibt aber allerdings nicht so. Ich wollte es eigentlich tatsächlich custom machen, weil es... Ich wollte es eigentlich schöner machen. Custom. Oh, custom. Ja, ich wollte es schön machen, allerdings habe ich es dann doch sehr schlicht gemacht dann am Ende. Ja, gut, aber... Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, wir haben so viel Zeug in Bella Italia, wo so viel Details drin sind. Aber hier, wenn ich mir das schon wieder angucke, ja, das ist doch schon Detail genug. Ja, aber ich habe es ja dann wieder weggemacht. Ach so, das ist das Detail, was du wieder weggemacht hast. Das ist das Detail, was ich wieder wegmache, ja. Ah, okay, du hast die schöne Küche weggemacht. Genau, ja. Das sollte eigentlich ein wunderschöner Verkaufsraum werden dann halt so, ne? Wieder weg. Oh, und naja, tschüss. Komm. Doch keine Lust gehabt. Nee. Schon fast fertig. Ja, es war wirklich so, ach nee, eigentlich nicht. Ja. Ja, da hab ich's einfach schlicht gehalten. Ja, reicht ja auch. Ist in Ordnung. Ja, denke ich wahrscheinlich auch. Da kommen bestimmt jetzt gleich noch ein paar Tische und Bänke hin. Das ist richtig. So wie ich kenne. Ja. Und die Tische sind natürlich, muss ein bisschen kreativ sein. Das sind diese Baumhalter, ja, ich weiß nicht, ja, wie man es nennt. Ich auch nicht, ich weiß aber, was du meinst. Ne? Ja, genau. Ja, diese, ja, keine Ahnung. Wir werden es ja gleich sehen. Genau, ich habe nämlich keine Ahnung, wie die Dinger sonst heißen. Da sind sie. Da sind sie, genau. Einfach umgedreht. Einfach umgedreht. Das ist so, ich glaube, davon haben wir 100.000 Stück in Bella Italia. Ja, stimmt, da haben wir so viele von, das ist einfach umgedreht. Voll viele, ja, voll viele. Aber das ist halt so, ne? Es ist eigentlich perfekt, ne? Ja. Für so einen Stehtisch sind die optimal. Mir gefallen die auch so. Ja, das gefällt mir aber auch ganz gut. Das ist schön. Das ist eine schöne Idee. Ja, mal was anderes. So ein bisschen, sollte auch ein bisschen drin sein, ne? Wahnsinn. Also ja, ich wäre auch nie... Ich komme auf so Gedanken gar nicht. Nicht. Ja, also ich meine, so Teppich und Tapete, sage ich jetzt einfach mal, doch. Ja, das vielleicht schon, aber jetzt hast du ja irgendein Abenteuer teilgenommen, das umgedreht und dann als Boden da genommen, ja. 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 Da würde ich niemals drauf kommen. Also, du musst halt ein bisschen kreativ sein mit Teppichen halt, ne? Das habe ich in Opa nämlich auch. Da habe ich auch verschiedene Teppiche jetzt drin. Ja, okay. Ja gut. Nicht nur die Decken, sondern auch. Ich war noch nie Teppichverkäufer, keine Ahnung. Aber ich, oder wie? So wie du das gerade eben gesagt hast, hat sich das so angehört. Was kommt als nächstes? Rennst du von Haus zu Haus und verkaufst die Staubsauger, oder? Hallo, hier mein Vorwerk, wollen Sie kaufen? Ja. Sehr gut. Und dann, dann irgendwas ausstreuen. Guck mal, wie der saugt, dann saugt gar nicht auf. Das ist schön. Ja, das sind auch so Dinger, ey. Hast du jetzt schon die Lampen da drin? Ja, ich habe die hängt. Ah, okay. Okay, du lässt sie dann oben einfach rausgucken. Richtig, dann habe ich halt die Decke reingemacht und dann. Ach, so kann man es natürlich auch machen. Weißt du, wie ich das mache? Ich mache die Decke und dann mache ich die Lampen an die Decke dran und dann mache ich die Decke aufs Gebäude drauf. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Guck mal.
Ja, ich hab's halt so gemacht, weil dann ist die Lampe nämlich direkt über den Tisch und so hätte ich mich jetzt mit der Kamera rumquälen müssen, weißt du? Ja, genau so muss ich das auch machen. Also, wäre nett, wenn du das auch so machen würdest, dann fühle ich mich wenigstens besser. Ja, nächstes Mal. Ja, und? Wir waren auch schon lange nicht mehr hier, ne? Tatsächlich. Was, in Sizilien? In Sizilien, ja. Ja, das letzte Video war jetzt mit dem Briefkasten, ne? Und dann davor kam lange nichts, ne? Genau, mit dem Briefkasten, genau. Ja. Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, jetzt auch schon 2 Monate her. Müsste ungefähr 2 Monate sein, ja. Ja. Weißt du jetzt grob noch, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel Speedbilder wir jetzt noch haben von Sizilien? Von Sizilien sind es tatsächlich nur noch 5. Nach dem hier. Also wie bei Da Vinci dann auch, sind auch noch 5. Ja. Yeah. Sind auch noch 5. Und dann wird's mau. Und dann wird's mau? In der Tat. Ich hab jetzt noch Rom, aber von Rom habe ich auch nicht alles aufgenommen. Ja. Da geht's nämlich schon los. Bei Pisa war ja bei mir auch das Problem, irgendwie habe ich einen Aufnahmefehler gehabt, das ist mir nicht aufgefallen und habe, glaube ich, nur eine einzige Aufnahme. Ja. Leider von Pisa, aber ist, um Gottes Willen, ja gut. Ist halt so, wie es ist. Dann zeigen wir den Pack halt früher. Aber ich bin mal gespannt, was der Rick noch hat, weil der den Pack ja auch aktuell hat. Oder jetzt zu dem Zeitpunkt bei der Aufnahme noch hat. Der wird ja auch noch aufnehmen. Da kommt ja auch noch was. Ja. Ich meine, ich werde wahrscheinlich diese Woche bei dieser Aufnahme jetzt gerade den Pack ja auch noch kriegen. Da werde ich auch noch ein bisschen was aufnehmen, also so ist es ja nicht. Ja, Material kriegen wir auf jeden Fall noch. Ich meine mal, ich glaube, unsere Community freut sich schon so langsam auf das Ende von Bella Italia. Ja, so wie wir auch. Ja, aber wir werden es aber so machen, ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal gesagt, dass wir die Bereiche, die wir halt nicht aufgenommen haben, dann so eine kleine Mini-Park-Tour dann rausmacht aus dem Bereich? Ja, ich glaube schon, dass wir das schon mal haben. Ja, aber es schadet ja nicht, das nochmal zu sagen. Ne? Ist dann halt immer aktuell. Es bleibt halt immer aktuell. Also genau, so war der Plan. Ich denke mal, so werden wir es dann bei Pisa genauso machen. Ja. Dass wir das dann auch so machen. Also ich muss mir die Aufnahme halt nochmal angucken, wenn ich weiß, wo sie ist. Ich weiß nicht, ist schon was länger her. Da Vinci haben wir halt noch jede Menge Speedbilder, also 5 Stück. Du hast noch Sizilien, dann müssen wir mal gucken. Und da ist die Opa sogar fertig. Die habe ich komplett aufgenommen. Ja. Ja, ist doch super. Ist doch cool. Kann jeder die Schritte sehen, die du gemacht hast. Ja, super, ne? Nee, ich bin aufs Feedback von euch gespannt, wie die Opa dann halt so schlussendlich dann halt für euch aussieht. Ah, oh, das wird positiv ausfallen. Ja, die sieht echt gut aus. Eigenlob stinkt zwar manchmal, aber muss ich schon sagen. Boah, also in dem Fall kannst du ruhig sagen, dass das toll war. Was du da gemacht hast, auf jeden Fall. Also es ist quasi ein kleiner, eigenständiger Freizeitpark, was du da hingemacht hast. Ne? Das ist, Es ist ein Indoor-Freizeitpark. Könntest du auch so alleine einfach so hochladen in den Workshop. Ja. Mein Freizeitpark. Vielleicht mache ich das schon, auch. Ist schon klasse. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja. Genau, das ist jetzt hier die Brücke. Ne? Dass die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Ich denke mal, das sieht man. Na, geht so. Kann man schwer erkennen, aber es ist ein schwer erkennen, ja. Ja, das sieht doch gut aus. Wird noch verkleidet alles, so wie ich kenne. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Details. Ganz wichtig. Naja. Performance. Ja, das ist bei dem Park ja sowieso schon überflüssig geworden. Ja, das ist echt egal. Nächster Park wird für jeden, hoffe ich, spielbar. Ja, und wir haben zwar noch kein Thema. Nee, das ist ja so ein bisschen am Streiten sind wir schon, welches Thema, aber. Ja. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir gucken noch. Wir sind ja hier noch dran. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Bei der Italia ist ja noch ein bisschen. Ja.
Eben. Aber es sieht doch schon sehr gut aus. Der Bogen allerdings gefällt mir nicht. Oh. Der ist nicht... nicht komplett rund. Ja, der ist nicht komplett rund. Ja, ich weiß. Ja, hast du falsche Teile. Jetzt noch kleinere Teile nehmen. Wie der Rick. Ja. Ja, nee. Also so viel Geduld. Du hättest sie längst nehmen müssen. Ja, nee. Ohne Witz. Die Geduld von Rick, die hätte ich gerne. Also, nee, bei so kleinen Teilen hätte ich auch gar keinen Bock. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, das stimmt schon. Ich hätte auch keinen Bock. Also irgendwann ist auch mal gut, gell? Ja, also, eben. Man kann echt viel machen, aber irgendwann hat man auch einfach... Ich vermute mal, hier hat es aber auch keinen Bock mehr. Also das ist so... Man sieht es ein bisschen, oder? Ja, man sieht es auf jeden Fall. So, dass irgendwann mal die Lust ausgegangen ist. Und ich glaube, das könnte auch gewesen sein, als du den Pack mal abgegeben hast oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich dann nach dem Pack direkt an jemanden weitergegeben habe. Ich bin mir nicht sicher. Weiß nicht. Also wenn dann an den Rick, weil ich glaube, danach hat er angefangen, das Gebäude da mit diesen einzelnen... den habe ich noch nicht abgegeben, weil dahinter kommt nämlich noch was. Ja? Ja. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ich bin mir aber nicht... Doch. Nee. Ich weiß es nicht, aber ich glaube in dieser... ich sag mal, Übergabe an mir. Ich glaube, da habe ich sogar Zitrillen komplett fertig gemacht. Okay. Weil es fehlt ja, also an sich fehlt ja nicht mehr viel, glaube ich. Nee. Nö. Aber trotzdem sieht das ja am Ende schon ganz gut aus. Sieht schon hübsch aus, ne? Ja, absolut. Ja, und das war es auch schon wieder leider. Jo, macht ja nichts. Ich meine, kommen ja noch mal mehrere Videos, ne? Mehrere Videos, ja. Na, wie gesagt, es gibt jetzt noch 5 Parts und ich hoffe, die gefallen euch dann. Aber dann sind wir erstmal vorher woanders, nämlich entweder in Da Vinci oder in Venedig. Das sehen wir dann. Genau. Also, bis dahin. Mach's gut und tschüss. Ciao.